Eigentlich gar nicht. Es sitzt meistens eine Mutter dabei und diese Kleine heute am Morgen, die ist 11 Jahre alt und die spielt Chopin in Tüden. Das darf eigentlich gar nicht wahr sein. Aber sie tut es und ich merke dann auch, mit welcher Freude die das aufnimmt und umsetzen kann. Aber ich sage nichts, sondern wenn da was geschehen soll, dann kommen eben die Mütter oder die Lehrer und fragen, aber ich sage gar nichts. Ich gebe mein Bestes im Unterricht und denke, das geht weiter. Und diese Kleine war vor einem Jahr auch da. Da hat sich vieles so verbessert. Die hat auch eine gute Lehrerin. Also, ich mache da gar nichts. Ich habe einen Meisterkurs bei ihm gemacht. Er hat mich nach dem Meisterkurs angerufen und mich halt gefragt, ob ich bei ihm unterrichtet werden will, und das war natürlich ganz besonders und ich habe sofort ja gesagt, und seitdem bin ich jetzt schon fast seit 8 Jahren bei Professor Kämmerling. Das Alter zeigt Ihnen, dass ich irgendwann von der DDR in die Bundesrepublik gekommen bin, und dann bin ich erst mit Kreide in eine Schule, Schulmusiklehrer gegangen. Und von dort an eine Musikschule. Und von der Musikschule an ein Konservatorium. Vom Konservatorium an die Hochschule. Und das waren dann am Ende 3. Ich kann das ganz schnell erkennen. Das klingt ein bisschen vermessen. Es ist aber so. Aber auf die Frage, woran? Ich bin das manches Mal gefragt worden. Ich kann das nicht genau beantworten. Das Einfachste wäre zu sagen, ich merke es einfach. Aber wenn ein Kind zum Beispiel, und es kommen Eltern mit Kindern und fragen mit Kindern, fragen einfach, ist unser Kind begabt? Sollen wir das reinstecken? Sollen wir ein Instrument kaufen? Der geht immer ans Radio oder es steht irgendein Ping-Ping-Instrument. Der sitzt ja immer dran. Sollen wir ein Klavier kaufen? Lohnt sich das, kommt die Frage. Und ich darf natürlich niemals sagen, ich kann mit Gewissheit etwas sagen, ich kann dann immer nur sagen, ich glaube ja und ich habe ein gutes Gefühl dabei. Und es ist wie ein Kind sich einem Klang widmet. Ob das Ping-Pong macht oder ob das schon und lauscht und wie das sich dabei hat bewegt und wie Töne klingen. Aber auch bei manchen, die eben nur gelernt haben, manchmal haben sie Stunden gehabt, wenn ich dann ein bisschen drauf eingehe und das korrigiere, merke ich auch, das geht ganz schnell, der weiß sofort, worum es geht. Und diese ganz kleinen Faktoren, Bewegungen, Lauschen, Gucken, Reagieren, Freude empfinden, das ist so eine Summe. Die kann man nicht auseinanderziehen, aber ich merke, wenn das da ist, dann ist auch wirklich eine Musikalität da. Ich kann sehr streng werden, wenn ich merke, dass da keine Echtheit ist, sondern irgendein äußerliches Ausreden. Aber nie kann ich streng sein, wenn ein junger Mensch sich bemüht und wenn es Fortschritte gibt. Ich muss überlegen. Eigentlich sind die Schüler etwas lockerer und unkomplizierter heute, aber und sie kommen in größeren Scharen. Es sind mehr geworden, die diesen Beruf anstreben, aber nicht grundsätzlich. Eine Musikalität war damals genauso drin wie heute, nicht grundsätzlich. Und wer sich schon der Musik widmet, der ist eigentlich auf einer guten Seite. Nein, denn das Entscheidende ist eben der Mensch, die Musikalität, nicht das schon vorhandene Können oder scheinbar Können oder kleines Können. Nein, das nicht. Ich könnte genauso gerne mit einem Anfänger arbeiten. Und ich habe auch ein paar, die
In Hannover ist ja so eine Station, da gibt es so ein IF. Und davor gibt es ein FIF, ein Vorinstitut vor IF. Und da sitzen die ganz Kleinen drin. Und der Kleinste ist jetzt 7 Jahre. Und der hat natürlich nur beim Vater Unterricht gehabt. Und das geht wenig, aber entscheidende Phrasen. Ja, es gibt wirklich Teile des Unterrichts, der ganz anders ist. Und ich kriege oft, ich war auch sehr oft in China und kriege auch chinesische Schüler. Und das ist sehr unterschiedlich. Es gibt großartigen Unterricht dort und großartige Ergebnisse, aber es gibt auch ziemlich schreckliche Arten des Unterrichts. Es gibt beides. Wenn sozusagen die richtige Note im Vordergrund steht und nicht die Musikalität und nicht das Schwingen von innen, sondern einfach ein gewisses, kühles, perfektionistisches Klavierspiel. Das kann schon vorkommen, aber kommt bei uns auch vor. Nein, das kann man nicht, denn das Leben kann Dinge bringen, die man gar nicht voraussagen kann. Einbrüche oder Krankheiten. Eine Freundin, die plötzlich alles durcheinander bringt für ein paar Jahre. Nein, das kann man nicht. Man kann nur so sagen, wenn alles so weitergeht wie bisher, dann gibt es Chancen, in diesem Beruf Fuß zu fassen. Die Jurys reagieren unterschiedlich darauf, ob ein Lehrer Schüler drin hat oder nicht. Es gibt Jurys, die sagen, jemand darf von der Jury sein, der keinen Schüler drin hat. Aber das sind die wenigsten. Und die anderen nehmen das in Kauf, aber der Lehrer hat dann eben nur eine Stimme. Und meistens wird die dann ausgeklammert, die wird dann nicht gezählt. Das besagt auch noch nicht sehr viel. Aber es ist eine unglaublich schwierige Zeit, wenn man als Lehrer in einer Jury sitzt, weil ich zumindest mit den eigenen Schülern besonders stark mitfühle. Ich glaube, ich kann das sehr schnell wegnehmen. Schon wenn die dann reinkommen und so, und dann frage ich den Stuhl hoch genug und ach, zeig mal, was hast du mitgebracht? Und so, ich setze mich jetzt in die erste Reihe und spiele uns mal was vor und dann lachen die schon und dann löst sich das. Ich kann nur sagen, das ist ein Geschenk. Ich weiß nicht wieso, aber ich werde nicht müde. Ich bin auch danach nicht müde. Wir sitzen dann noch zusammen beim Griechen und sind fröhlich. Ich werde nicht müde. Es ist ein Geschenk und das muss ich einfach auch nutzen. Ich würde das gar nicht so sehr betonen, denn ich habe viele sehr gute Kollegen. Und es gibt aber irgendetwas, was stromhaft überspringt auf den Schüler. Und das ist nicht immer bei guten Kollegen der Fall, denn viele haben ein großes, großes Können und großes Wissen. Nur nicht jeder ist auch in der Lage, so einen unsichtbaren Strom herzustellen, dass das auch gleich klappt. Denn ein Erklären, wie es ist, und ein Vorspiel, das ist noch was anderes, als wenn diese eigenartige Stromkraft vorhanden ist und plötzlich kann der das.